Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eintracht Spandau gegen Wien ein. Im Prime League Pokal. Unfassbarerweise, man würde es nicht glauben und ich glaube es ja selber auch nicht. Aber tatsächlich hat Wien ein als einziges unterklassiges Team ein First Lift Team besiegt, nämlich EW Einfach. Und konnten dementsprechend tatsächlich sich für die K.O.-Phase qualifizieren und treffen dort auf Eintracht Spandau. Eintracht Spandau, ein Team, das habt ihr vielleicht hier und da schon mal gehört, ist natürlich hier in der klaren Außenseiterrolle. Ne? V9 ist in der Solo-Queue besser, V9 hat die bessere Leistung in der Gruppenphase gehabt und ich denke, V9 sollte hier als klarer Favorit reingehen. Hat hier draftmäßig auch direkt mal einiges ausgepackt. Wir sehen nämlich ein Orn und ein Nah und ein Six. Also Sola muss hier Single AP spielen, spielt dafür Six. Bin ich gespannt, ob er dann sogar vielleicht das Loons-Bit spielen wird, weil es ist tatsächlich in dem Fall möglich. Wir haben ein Best of Three Phones. Div 3 gegen Div 1 seht ihr schon. Also das auf jeden Fall mentale Kriegsführung. Und Phil startet hier beim Rap-Buff, will also eher Richtung Botlane pathen. Wir haben einen Orn Mitte gegen Ori. Das scheint mir ein sehr, sehr terrible Pick. Und wir sehen auch, dass es hier tatsächlich einen Swap in den Positionen gab. Also Blade Show, der nominelle Top-Laner, spielt hier, der nominelle Midlaner, spielt hier Top-Lane mit seinen Nah. Und Carmon muss hier dann tatsächlich so unterwegs sein, dass er den Orn auf der Midlane zockt. So richtig konnte ich es mir nicht erklären, weil man hatte tatsächlich draftmäßig gegen den Rennekton einfach früh den Nah gezeigt und hatte dann eigentlich noch Counterpick in Midlane rein. Beispielsweise der Six wäre okay gegen Ori gewesen. High Range ist grundsätzlich ganz gut dagegen. Und jetzt wird auf der Botlane viel Schilden sein und das in einer Zeit, wo ich finde, dass Sola das beste League of Legends seines Lebens spielt. Wir sehen hier bei Jarvan, Red Blue Gromp wurde gespottet. Late Blue Buff Board sehen wir da. Idee war hier ganz offensichtlich, den vielleicht Level 3 Botlane Gang zu setzen. Das Ganze ist übrigens 1080p. Das liegt hier, glaube ich, an der Einstellung des Clean Feeds, dass das Ganze trotzdem nicht so crispy crisp aussieht. Poppy wird sie jetzt auf jeden Fall mit dem Invade probieren. Hat ja die Midlane Prio sicher. Und Phil ist relativ los. Schöner Flash! Zanzara kriegt damit nur die Wölfe. Und da war halt eben dieser Ward sehr, sehr wichtig. Ja, Midlane Dive eigentlich nicht möglich. Man kann einfach mit dem W-Spell Poppy eh negieren. Und Zanzara will hier eher mentale Pressure machen. Oh, Phil mit dem Play. Oh, so bitter. Aber es ist First Blood. Carmon hat es fast gemacht. Und das, meine Damen und Herren, ist die Elo-Diff. Unser 1000 LP-Jungler holt hier First Blood. Zanzara will hier einen auf Schickimicki machen, ne? Durch die Midlane Tower da durchdashen. Aber nicht mit Auto, Phil. Schön abgewartet. Den Poppy W genau predicted. Und jetzt kommt Pride. Will Pride jetzt hier auch noch in unserem Jungler sterben? Ist das jetzt hier so ein Gruppenkuschel? Nehmen wir natürlich mit. Pride geht da jetzt rüber. Hier kommt Blade Show. Hat sofort die Verfolgung aufgenommen. Ja, Pride, wo geht's jetzt hin? Ne? Es ist wunderschön. Phil wird von Minute 1 hier invaded und von Minute 1 geht das nur nach hinten los. Aber da darf man natürlich, muss man an dieser Stelle Zanzara auch keinen Vorwurf machen. Der ist ja nur so ein Twitch-Streamer, ist ja kein Vollprofi. Da kann das ja mal passieren. Botlane, kleiner CS-Lead für Vayne, aber kein Problem. Sola wird einfach das Risiko minimieren. Und nach 4 Minuten sieht hier alles sehr, sehr gut aus für V9. Das nahe Rennekton-Matchup, eins der schwersten. Pride tatsächlich auch ein Rennekton-OTP. Weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber kann ja grundsätzlich sonst gar nichts. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Und Carmon tatsächlich hier auf der Midlane natürlich in einer schweren Position. Man wollte ja scheinbar ein bisschen für maybe Teamfights gehen, ich weiß es nicht. Ehrlicherweise, der Ornpick ist absolut Trash, ne? Also ich sehe da überhaupt keinen Grund für. Dadurch auch ein bisschen AP-Probleme. Sola mit den W hier aggressiv gegen Smiley. Wenn Smiley da E drückt, dann könnte es gefährlich werden. Dieser Wave steht natürlich jetzt hier kein Genuss. Aber Six, einer der wenigen JPs, die da trotzdem was machen können. Jetzt wird hier die Ray gespottet, also Lilip gespottet von Autofill. Ja, 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 schöner Knockup. Rakan jetzt mit E und W. Spielt erstmal nur das Ignite, vielleicht Flash W von Kutscher. Ja, das Zanzara wird hier mit dem Poppy W interagieren. Ja, aber Phil lässt sich nicht stunnen, das ist wichtig. Jetzt allerdings natürlich auch nicht die Option, hier mit der Combo rauszukommen. Ja, wird jetzt natürlich gecancelt. Und Phil stirbt hier. Ja, nicht ganz verständlich für mich. Sah tatsächlich erst gar nicht so bad aus. Kutscher hat aber scheinbar den W auf Cooldown.
Bei der Play ist da, glaube ich, spielbar. Also, das ist schon in Ordnung. Man kann das da fighten. Vor allem, wenn man halt einfach Lilith früh abholt. Und jetzt natürlich Botlane, ja, auf diesen Push, dass der Gank kommt, ist keine Überraschung. Ja, jetzt wird ja Khan auch nochmal gecancelt und das ist dann ein Double. Ja, dieser Lane State war schon vor diesem Play das Problem. Und ich denke, nachdem man Raider gechunkt hat, wenn man da einfach Botlane geht und die Wave rauspusht, dann sieht das super aus für V9. So muss man sagen, ist es jetzt schon eher ein Desaster. Es ist sehr, sehr ärgerlich natürlich. Weil man sich damit auch so ein bisschen natürlich die harte Arbeit, die man hier bis hier gemacht hat, sich so ein bisschen selbst die Butter vom Brot nimmt. Der Drake ist natürlich jetzt hier möglicherweise trotzdem Target. Man muss auch sagen, Poppy generell natürlich sehr, sehr gut hier, ne? Also kann ganz, ganz viele Dashes interrupten, ist sehr gut gegen Jarvan, ist sehr gut gegen Rakan. Da wird man so ein bisschen Probleme kriegen, auf lange Sicht. Ansonsten, der Gold-Lead hauptsächlich auf der ADC-Rolle. Finde ich fast ein bisschen schade, dass Soda hier halt eben sich für den Six entschieden hat. Ich hätte gerne gesehen, wie es Toe-to-Toe ist. Ich fand ihn gerade in der Series gegen Evie einfach sehr, sehr stark. Hier dadurch natürlich eher auf so einer Utilizer-Rolle. Die kann er auch, aber die ist natürlich schwieriger. Phil hier in der Lage, diesen Red Buff zu securen. Kutscher kommt jetzt dazu. Zanzara wird da über die Wand Hex flashen. Aber wenn Kutscher da ist, dann muss da halt jetzt langsam auch was passieren. Aber das ist halt unglaublich schwer gegen den Jungler. Oh, der so handhaben kann. Kutscher geht rüber, aber in dem Moment Poppy halt eben rausgegangen. Ultimate jetzt hier von Special gegen Karma und der wird da ordentlich in der Länge gebulliert. Ist jetzt 15 CS behind. Und Soda sagt halt immer wieder, ja Leute, ihr könnt ruhig roam, weil ich bin 6. Aber ich habe das Gefühl, dass Kutscher halt in diesem Duell mit dem Jungler halt sehr wenig helfen kann. Also wenn Zanzara keine Fehler macht, dann kann er einfach immer warten mit dem W. Und dann ist sowohl Kutscher als auch Phil halt, sind da keine wirklichen Champions. Und die wollen das hier wahrscheinlich so ein bisschen Blitz liegen, aber da muss man dann vielleicht die Poppy sogar bannen. Trotzdem muss man ja auch ehrlicherweise sagen, bis hierhin, absolut solid, ne? Oh. Pius gegen Pride. Pride, Split-MVP gewesen. Pius allerdings quasi als MVP zur Welt gekommen. Also der ist da schon sehr, sehr lange extrem gut unterwegs. Jetzt wird hier der Herald genommen. Kann man jetzt gerade aktuell noch nicht so wirklich fighten. Dass die Vayne, also dass gerade die Vayne gut im Game ist, ist ärgerlich. Weil die natürlich hier schon sehr, sehr unangenehm werden kann hinten raus. Hat auch viele Disengage-Möglichkeiten. Da könnte man hier vielleicht sogar langfristig ein bisschen fighten. Klar, die Vayne hat hier den Boots-Vorteil und so, aber Lost Chapter 6 hat schon ordentlich Power auch unter den Hintern. Boah, Ray mit einem ganz greedigen Recoil. Der wird dann leider nicht gespottet von V9, deswegen müssen sie es da weiter respektieren. Aber das ist schon durchaus ein gewisses Risiko. Recoil-Timing ist jetzt bei Eintracht Spandau nicht wirklich gut, ne? Alles sehr, sehr hintereinander. Und im Jungle haben wir immer noch ein Lead, ne? Also dieser Kill, den Autofilter früh bekommen hat, der hilft. Ist jetzt hier auch CS-mäßig immer noch 2 Camps vorne. Ja, Botlane soll jetzt hier vielleicht gedived werden. Kutscher macht es hier schön. Mit der Kneifpflanze und dann mit dem Disengage. Soda, der V-Spell. Ja, der hätte wahrscheinlich eher aufsparen sollen. Damage auch noch wirklich gar nicht vorhanden jetzt. Gerade gegen Lilith. Der ja mit den Boots auch schon unterwegs ist. Die Ultimate hat Botlane nicht viel gemacht. Es waren 21 Gold, die Soda bekommen hat, also 1 Million. Aber der Q-Spell, der tut schon weh. Carmon. Oh, nicht gesehen, dass er da über den Pink Ward läuft. Oh, ja, das könnte ganz gefährlich werden. Bobby Ult wird gezogen. Carmon kommt nochmal raus. Zumindest für den Moment muss flashen. Which should be fine. Da merkt man so ein bisschen, dass Spandau gerade vielleicht die leicht aktivere Mannschaft ist. Aber V9 lässt sich hier nicht abfrühstücken. Ne? Botlane Dive wurde dann nochmal avoided. Konnte da auch nochmal gut hinterhergehen. Und jetzt einziges Problem ist diese Botlane Wave, die halt wieder sehr unangenehm steht.
Kann man gerade nicht allzu viel machen. Der Renekton nur ein ganz kleiner CS-Lead gegenüber nah. Und das, obwohl das Prides bester Champion ist. Und jetzt kam man hier mit der Ultimate King Special. Das wird ein Flash ziehen. Da ist der Flash. Und da kann man halt möglicherweise dann nochmal kommen. Ja, der erste ist for free. Das zweite Mal kommt Ori da nicht ganz so einfach weg. Oh, Special trollt er auch ein bisschen. Wenn Fee das antizipiert, dann geht da noch was. Aber so natürlich schwieriger. Zanzari jetzt mit dem... mit dem Drake und natürlich auch mit dem Herald unterwegs gewesen. Oh, come on, das ist gar nicht gut. Hat nämlich auch keinen Flash mehr zur Verfügung wegen der Situation eben. Da nach vorne zu gehen. Ein bisschen zu viel des Guten. Special kriegt damit den Kill, das ist der vierte, aber auch das immer noch kein großes Problem. Wir sehen hier, dass Solo auf dem Weg Richtung Liantris ist. Ist auch das eigentlich Competitive einzig viable Six-Build. Könnte halt hier eine Argumentation schaffen, wo man sagt, okay, die Gegner können keine MR bauen. Die Gegner. Ja, warte mal. Nee, andersrum. Alles gut. Die andere ist hier sehr, sehr gut. Macht ein bisschen mehr Damage. Du hast mit Loons halt ein bisschen mehr Burst, aber du triffst halt oft auch die Targets, die anyway MR haben. Und da macht Loons auch nicht so viel mehr. Die Idee hier mit dem Six war auf jeden Fall auf der Map aktiv zu sein, aber da ist halt eben die Poppy sehr gemein gewesen. Und Six kann auch relativ viel CS behind sein und immer noch effektiv sein, also ganz so schlimm ist es nicht. Kaman hat zumindest die Minimum-Wave rausgenommen, geht dann raus. Kutscher face-schickt hier Lilip, was kein allzu großes Problem ist, um ehrlich zu sein. Aber ihr seht schon, ab dem Moment, wo eine Ori Liantris hat, oh... ja, da wissen wir nicht genau, wie es passiert ist. Aber es sieht so aus, als wollte Sola da in die Midlane reinlaufen, um da vielleicht auch eine Ult zu setzen. Ist kein schönes Spiel für ihn, ne? Also macht sehr wenig Spaß, wenn du mit Six behind bist. Sogar ein Pinkboard da in dem Busch, ne? Also Smiley hat vielleicht über die Wand geflasht, um ihn zu ehen. Das ist gut möglich. Weil der war sofort auf Cooldown. Scheint mir ehrlicherweise das logischste Play da. Dass sie auf der Lane gefightet haben und so da dann weggelaufen ist. Ja, und jetzt ist der Goldunterschied natürlich schon relativ hoch, ne? 4000. Bisschen schwierig. Sind im Draft natürlich jetzt schon auch ein großes Risiko eingegangen. Haben allerdings über den Ohr natürlich auch Scaling und auch die Möglichkeit, das über Six das Game sehr lang zu machen. Man neigt dazu, wenn man gegen bessere Teams spielt, halt zu sagen, okay Leute, wir können hier kein Standard-Game machen. Sondern wir sollten halt möglichst kreativ spielen. Aber kreativ ist nicht immer zwangsläufig das Beste. Oh, schöner Play jetzt aber. Kutscher kriegt allerdings nicht den CC drauf. Das ist ein bisschen awkward. Jetzt kommt die Javanote. Shutdown secured mit Gore-Drinker. Glaube ich, wäre hier besser gewesen auf Six. Bisschen merkwürdig gewesen, also dadurch, dass die Vayne den Jarvan geehrt hatte, war Kutscher nicht genau drauf auf den Gegner und war da selber von mehr irritiert als alle anderen. Mit dem fällt jetzt der Turm. Kamon will hier nicht einfach die Ultimate reindonnern. Auch insbesondere, weil Phil halt in dem Moment keinen Teleport zur Verfügung hatte. Jetzt muss allerdings die On-Ultimate kommen. Kommt sie auch. Allerdings interrupted von Poppy. Die ist richtig toxisch hier. Die Rel-Ultimate klatscht ordentlich rein. Phil kommt jetzt mit der Combo allerdings nochmal raus. Aber Pius, der denkt jetzt, Jungs, war das hier so der Plan? Weil wie komme ich denn jetzt hier raus? Mit dann gibt es keinen Turm mehr. Das heißt, der Disengage ist nicht drin. Flash hat er gerade schon benutzt. Kutscher kann ihn da vielleicht noch irgendwie assistieren. Aber Pius zeigt schon an, lass mich sterben. Ja, ich meine, er war dazu rotiert, sah eigentlich ganz gut aus, aber die Rel-Ultimate sah sehr, sehr gut. Und wenn du halt zwei Ults auf der Botlane investierst mit Rakan und Jarvan, dann fehlen dir die natürlich in dem Fight sehr, sehr stark. Pride nimmt jetzt oben den Turm, ist natürlich eine Folge des Plays. Kann man nicht allzu viel machen, hat hier im Endeffekt jetzt keinen allzu großen Lead sich erarbeiten können. Allerdings sehen wir vor allem die Ori, die ist halt extrem strong. Und über eine ADC wollen wir auch hier natürlich kaum reden. Phil, der Einzige, der actually Godmessy hätte, ist aber ich glaube hier leider auch wieder, dass das nicht ganz so entscheidend ist. Phil hat in 2 Sekunden seine Ultimate ab. Wird er allerdings nicht chasen.
Wird jetzt hier gespottet. Ist ärgerlicherweise auch ein Level unterm Enemy ADC. Was aber weniger daran liegt, dass er ein zu niedriges Level hat, sondern eher, dass Smitey hier levelmäßig wirklich insane unterwegs ist. Sieht ein bisschen so aus, als hätte eins hier ihre Resets verbockt. Und als würde V9 tatsächlich den Drake kriegen. Okay, 5 Core Gold behind, aber mit dem Drake eine Möglichkeit, hier noch lang zu scalen. Und dann irgendwann den Weg ins Game zu finden. Kios muss jetzt hier den Fight nehmen gegen die Vayne. Es gibt keine Alternative. Oh, schade, wenn ein Turreted weniger nimmt. Oh, da war auf einmal ganz gut. Er kann tatsächlich Vayne fast one-shotten. Nice try, auf jeden Fall, nice try. Okay, wer jetzt auf der Midlane, da muss natürlich Six hin. Ich weiß nicht genau, warum Six top ist. Aber da fühlt er sich nicht so wohl auf den langen Lanes. Insbesondere ja auch, weil der Six einfach Mitte halt auch exzellenten Waveclear hat. Das heißt, jetzt viel über Lanes Simon drehen, viel überlegen, okay, was sind unsere nächsten Steps. Und bis jetzt war so ein bisschen die Idee, ey, guck mal, wir können einfach overloaden auf einer Lane, weil die respektieren uns nicht genug. Und das hat mir gut gefallen, ne? Also einfach mit Kutscher und mit Phil auf eine Lane kommen und dann da mal einen runterrennen. Pride wird jetzt hier eigentlich gespottet. Ja. Geht er jetzt? Oh nein! Das, keiner weiß, dass er in den Busch ist. Jetzt wissen sie es. Teleports kommen rein. Sola ist jetzt auch noch da zur Stelle. Das heißt, der Kill muss allerdings jetzt auch schnell fallen. Das passiert allerdings nicht wirklich. Pius ist da nicht in der Lage, noch dazu zu kommen. Ah, Carmen hat die Ultimate nicht durchgekriegt. Das ist eine Ultimate von Phil. Die ist zum Vergessen. Jetzt kommt Poppy von der Seite. Kann mit dem W direkt zwei Leute da nochmal rausnehmen. Jetzt hat Na die Ultimate zur Verfügung. Kann allerdings nicht wirklich damit aktiv werden, befürchte ich. Ja, bitter. Eigentlich ein schöne Play-Idee, allerdings dann vielleicht auch ein bisschen zu indecisive, also nicht genug in dem Moment da draufgeschmissen. Weil man halt eben auch Angst hatte, dass daraus ein bisschen längerer Play wird. Ah, Sola hat sich langsam warm geschossen. Ja, der Rennington kann das halt in dem Moment überleben, weil er halt auch Gore-Drink hat. Und dadurch dann doch ein bisschen tanky ist, als er aussieht. Aber dass er da die Knallpflanze nimmt und der Busch nicht gecheckt wird, war ein bisschen ärgerlich. Und da, glaube ich, wäre es halt immer noch eine Option gewesen, einfach EQ Jarvan und dann vielleicht den Kill. Ist aber immer deutlich leichter gesagt als getan. Bin mir nicht ganz sicher, wie krass Vayne aktuell scaled. Aber ich befürchte nicht allzu schlecht. Das ist ein Best of 3 leider. Best of 5 wäre übel geil gewesen. Aber es ist, glaube ich, erst ab Halbfinale. Tatsächlich mit Best of 5s versehen. Ja, Kutscher schaut doch nochmal. Uri hier mit einem frühen Void-Stuff. Ah, Pride, nächste Runde. Diesmal müsste es aber was werden, oder? Ja, Knock-Up von Kutscher ist die erste. Die Six Ultimate sitzt auch ebenfalls sehr, sehr gut. Pride geht in die Offensive. Kutscher keine Knight-Up-Gut, keine Heal-Reduction. Zanzari übernimmt jetzt hier diese Rolle. Audofilm muss jetzt gucken, was kann ich hier noch anbieten. Er geht raus, weil Uri dazukommt. 4 Mann investiert, nichts bekommen. Auf der anderen Seite ist Smitey mit Dilip in der Lage, da Pius abzuholen. Ja, also dieses Overload auf einer Lane gefällt mir sehr gut. Ich denke, Rennington ist mit Abstand das schlechteste Target, was sie suchen können. Es wäre exzellent, wenn man das auf Ori machen würde oder weiter auf die Vayne. Weil die Ori, die ist richtig Shutdown wert und hat auch nicht so viel Counterplay. Aber jetzt wird hier Bot-Tier 2 und Mid-Tier 2 fallen. Der Teleport ist, glaube ich, mutig. Carmon ist es. Ja, der darf das wahrscheinlich am ehesten. Er trifft da eine schöne CC-Chain gegen Rell, allerdings dadurch wenig CC, kriegt schon wieder die Orn-Ultimate nicht durch. Zanzara hat da gefailflasht über die Wand, wenn ich das richtig gesehen habe. Carbon jetzt trotzdem immer noch im Bedrängnis, muss rausfälschen, Autofill auf der Midlane wiederum auch down. Special hat ihn da im 1-on-1 geholt. Das sollte eigentlich auch nicht unbedingt passieren. Ultimate von Phil auch noch ab. Ich glaube, er hat sich da vielleicht von Harrod noch upen lassen und hat sich ganz kommen sehen. Jetzt kommt Pius mit dazu zur Midlane. Die Ori ist einen dicken Shutdown-Wert. Man kommt allerdings nicht ran, die ist zu schnell. Pius auch immer noch den Flash zur Verfügung. Man muss jetzt natürlich ein bisschen hoffen, dass die Gegner unglücklich oversteppen. So wie Zazara das ganz am Anfang gemacht hatte. Das sah eigentlich sehr gut aus.
Ja, und jetzt muss man ehrlicherweise natürlich von einem ordentlichen Golddefizit sprechen. 10k. Ja. Sag ich mal, das ist schon was. Da hat man dann schon ordentlich Arbeit vor sich. Was wäre die Lösung zu diesem Zeitpunkt? Ja, bitte nicht nochmal auf Pride. Okay, also Phil und Kutscher sind jetzt hier in so einer Blitzleague-Nummer. Ich glaube, das war auch von Anfang an so ein bisschen der Plan. Deswegen ist man hier, glaube ich, auch für den Six gegangen. Blitzleague an sich natürlich was sehr spannend sein kann, aber hat sie sich natürlich auch angeboten, weil Phil diesen frühen Vorteil hatte. Ach, Kutscher. Dann wurde jetzt hier wieder von Poppy getroffen. Kommt dann mit E und Flash aber vielleicht sogar nochmal raus. Nee, dann doch nicht. Und Carmon, der ist ein Tank, aber True Damage ist halt echt ein Endgegner. Phil lauert währenddessen immer noch auf den Nash-Stil, I guess. Es wird ohne Vision allerdings natürlich auch schwierig. Zanzara auch mit einem Pinkboard, der da zwar nicht ganz landen sollte, aber trotzdem toxic ist. Pius kriegt Botlane Tier 2. Six Ultimate fliegt. Gibt zumindest Info. So, das schön gemacht. Nicht getroffen worden. Ja, Phil, ich sag mal, das wird nichts. Da fällt jetzt alles raus. Ori hat währenddessen leider Sola 101 gekillt. Aber Pius ist unten mittlerweile am Inneband gekommen, ne? Also, Eintracht Spandau vergisst hier ein bisschen das Makroplay. Das ist auch noch hier ein Bounty, der geclaimed wird. Ganz starke Kiste. Und ja, die Eintracht hat hier einen Nash bekommen, aber der Gold-Dick ist genauso groß wie davor. Pius dadurch auch nur noch 2.500 Gold behind. Quasi ganz stark aufgeholt. Und ich denke, der Backdoor, der ist wieder möglich. Ne? Den einen hat es schon einmal gezeigt. Ging Evi einfach mit dem X-Sola. Der war sehr, sehr gut. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel ist noch drin im Tank? Langsam wird Eintracht ja auch müde. Na? Die haben sich hier in einem Rausch gespielt, aber da zahlt man natürlich irgendwann auch für. Natürlich auch immer ein großer Punkt. Weil wie nein, Gegner in Sicherheit wiegen. Ne? Phil durch dieses ganze Blitzgeliege jetzt mittlerweile leider 3 Level hinter Zanzara. Hat da schon länger keine Camps mehr genommen. Hat jetzt die ersten 2 Camps in den letzten 5 Minuten für sich sichern können. Carmon. Also ich sehe einen Poppy-Bann ja so hart, ne? Eine gewisse Lernresistenz kann man natürlich hier auch unterstellen. Danach bist du halt auch noch immer grounded, ne? Das macht es nochmal ganz unangenehm. Und ordentlich auch ganz schwer zu spielen in dem Setup. Pius wieder im Split. Und jetzt die Hoffnung, dass Sola das hier solo wave clearen kann. Das Problem ist natürlich, dass denn. Ah, nevermind. Pius kommt jetzt doch dazu. Vielleicht gar nicht unbedingt vonnöten, aber jetzt sehen wir hier den Gage. Sola hat das schön geflasht, die Shockwave von Ori. Ging dadurch hier erstmal ins Nichts. Ja, und jetzt ist Carmon ab in 5. Auf einmal geht hier was. Das ist ein klassischer V9-Engel. Carmon jetzt dazugekommen. Vielleicht die erste Ornulti hier gut sitzen kann. Man will es aber eher defensiv Wave klären, verständlich. Der Druck ist da, Botlane, die Wave kommt auch erstmal nicht. Da hat Pius ja für gesorgt. V9 in Full Control. Wer belagert hier eigentlich wen? Smiley kriegt ein bisschen Chunk rein. Das ist schon mal nicht so schlecht. Schön gemacht von Sola jetzt hier. Interrupted Ray. V-Spell dadurch allerdings auch auf cooler. Schöne Chunks jetzt hier. Lilith muss ja wahrscheinlich recoilen. Und vielleicht muss Eintracht Spandau jetzt Base. Diese Top-Wave wollen sie allerdings noch spielen. Das ist vielleicht schon greedy. Carmon steppt hier ein bisschen nach vorne. Schaut, was habe ich für Möglichkeiten hier mit dem E. Phil jetzt auf einer greedy Mission. Geht einfach mal hinterher und guck mal, wie die laufen. Das sollte das Motto von Eintracht Spandau sein. Mit Volldampf rückwärts. Imagine, du bist 12k Gold vorne und hast immer noch nicht die Eier,
für einen Fight zu schauen. Jetzt sind es nur noch 4 Mann. Smiley Kopf an der Seite rein und jetzt müsste Autofill gucken, dass er da mit der Ultimate reingeht. Das wäre eine Unstoppable-Fähigkeit. Come on. Jetzt versucht man hier Poppy einfach rauszunehmen und das macht man. Mit 12.000 Unterschied ist dieses Spiel fair. Spandau bei Berlin liegt in Trümmern. Und mit jeder Sekunde ist es natürlich jetzt so, dass dieser Goldunterschied kleiner wird. Ne? Weil die ganzen Mini-Waves, die können ja nicht angenommen werden. Da geht eine ganze Menge. Die Nervosität bei Eintracht absolut spürbar. Ne? Die haben wahrscheinlich noch nie mit einem so epischen Team oder gegen ein so episches Team gespielt. Da merkt man die Nervosität in jedem Atemzug an. Wenn wir Special hier beim Jungle Farm beobachten. Hilflose Tiere werden hier abgeschlachtet. Weiß nicht, ob man das zeigen muss. Weiß nicht, ob man das als Organisation so vertreten kann. Ah, Drake ist auch erst der Zweite. Auch da hat Eintracht makromäßig geschlafen. Lassen sich hier von den Div-3-Team ganz schön düpieren. Und jetzt Blade Show wieder auf einer Mission. Ne? Hat sich den Highbreaker geholt. Ist auf der Sideline unterwegs. Und jetzt liegt der Ball bei der Eintracht. Und die müssen damit jetzt was machen. Smiley wird jetzt wahrscheinlich der Erste sein, der nach oben geht. Der wird in der Lage sein, nahezu 1-on-1. Aber Pius riecht das. Guckt euch das an. Auf der Toplane. Sofort gerecallt. Es ist einfach dieser siebte Sinn. Dass das Blade Show weiß. Und jetzt sieht man Vayne top. Und auf einmal hat man hier vielleicht wieder eine Möglichkeit. Die Eintracht weiß nicht ganz, was sie machen soll. Jetzt kriegen sie mal einen Gage hier auf Phil. Der kann allerdings rausflashen. Flash Engage von Kutscher. Ultimate hinterher. Special Low. Jetzt geht Blade Show hinterher mit der Ultimate. Auch Special drauf. Noch ein Auto-Check. Er hat ihn. Shutdown 1000 Gold. Zanzara ebenfalls down. Eintracht Spandau wird hier deklassiert. Wie nein ist es, die hier immer wieder oben sind. Ein klasse Bait von Phil, der so tut, als wäre er dumm genug, einfach auf ein Wort zu EQ'en. Und dann ist Kutscher zur Stelle. Und da muss man natürlich jetzt hinterfragen. War das die ganze Zeit Absicht, dass Vinein hier diesen Goldvorsprung bekommen hat? War das hier der Plan, um natürlich die Content-Schiene zu gehen? Was wäre gewesen, wenn Vinein von Anfang an ernst gespielt hätte? Und jetzt kommen die Ohren-Items rein. Jetzt kommen hier natürlich die Power-Spikes. Jetzt sind wir auf einmal in einem Moment, wo Leute realisieren, vor allem in der First Step, warum haben wir diesen Blade Show eigentlich nicht verpflichtet? Was für eine Maschine. Holt hier wieder ganz wichtige Zeit raus. 15 Sekunden auf Nash. Ja. Sehr gut. 10 Sekunden auf Nash. Midlane kann man nochmal tief rauspushen, dann Eintracht Spandau diesen Nash-Buff geben, um sie dann mit dem maximalen Vorsprung zu deklassieren. Phil holt nochmal die Krabbe. Kutscher, 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 du bist viel zu spät dran. Aber auch das wieder clean gemacht. Kommt er jetzt raus mit dem E-Spell. Vielleicht nochmal die Topwave auf dem Rückweg. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, das wird Nash für Eintracht, aber ich bin ehrlich, die zittern ein bisschen. Man merkt hier schon bei jeder Gelegenheit, dass da Nervosität besteht. Jetzt muss vor allem hier Solo aufpassen. Oh. Gleich mit Leandris. Schade. Zanzara mit einem Smite. Wenn kein Gegner da ist, gewinnt der Junge auch mal ein Smite-Duell. Und jetzt sind die Inips ab. Ja, Eintracht hat einen Nash. Aber haben sie auch den Rückhalt aus der Community? Ich glaube nicht. Und auf einmal sind wir an einem Punkt, wo wir über einen mickrigen Goldlieb von 10.000 bei Minute 30 reden. Wir hätten auch 10.000 bei Minute 20. Da war das prozentual noch deutlich mehr. Tu es, Pius. Tu es für Spandau. Wunderschön gemacht. Die Kombo sitzt. Smiley muss da raus. Blade Show geht aber hinterher. Und das ist die Scale Shutdown. Der nächste. Lille kommt jetzt dazu. Und auch Zanzara. Oh, was kann da noch gehen? Kamon opfert sich. Heldenhaft geht er hier für seinen sechsten Tod. Und mit dann kriegen wir dafür wieder Waves. Es ist ein 1-für-1-Trade. Smiley wird hier von Pius aber so genommen. Dass Pius nicht First Div spielt, ist, glaube ich, die größte Beleidigung. Und, glaube ich, auch der Moment, wo sich jeder Scout in Deutschland hinterfragen muss. Ja, Double Inib ist wieder weg, aber das ist strategisch ja auch schon wieder makromäßig ein Riesenfehler.
Wenn du Inips nimmst, aber nicht in der Lage bist, danach den Nexus zu nehmen, dann verlierst du ja nur Geld. Jage nichts, was du nicht erlegen kannst. Und Vinein ist nicht der Hirsch, Vinein ist der Löwe. Und du hast vielleicht Pfeil und Bogen. Ja, Poppy hat einen Hammer. Aber ihr seht ja, was sie damit macht. Merkt ihr selber, ne? Nämlich gar nichts. Vinein, mittlerweile im Element. Helms Klamm steht. Ja, und bei der Eintracht, da wird man nervöser, ne? Am Anfang hat man auch gelacht, als man gestorben ist. Haha, das wäre witzig. Könnt ihr auch mal rüberschalten jetzt zu Pröcki und Power of Evil, was die am Schwitzen sind. Die wissen nämlich ganz genau, was jetzt die Sache ist. Ah, Carbon geht hier für die 7. Wird allerdings von Kutscher hier heldenhaft befreit. Ich sage wirklich sehr nervig. Also Jungle Eye. Oh, Flashing Edge von Prime. Das ist gefährlich. Solar Down. Phil mit der Ultimate. Kommt der da nochmal raus? Ist die Frage. Geht zumindest in die Stopwatch. Carbon hat vielleicht noch eine Ultimate. Pius weiß, jetzt muss er basen. Aber das könnte dieser eine Fehler gewesen sein. Dieser eine Renekton Engage, der dann doch den Unterschied macht. Flash Engage. Kutscher trifft mit der Ultimate zwar nichts, aber Pius geht nochmal einmal für die Galerie. Komm mal, Junge. Einer geht noch. Zack. Mit der Ultimate. Zack. Festgehalten. Nexus Laser aktiviert. In 2 vs. 5 noch reingeholt. Ganz stark gemacht. Es ist das 1-0 für Eintracht Spandau. Aber es ist auch der Beginn eines möglichen Reverse Sweeps. Oh, ich muss ja gar nicht Victory drücken. Ist ehrlicherweise eine knappe Sache. Also für mich, natürlich kann man jetzt sagen, ja, da waren 10.000 Goldlied, dies, das, Ananas. Aber man muss da auch berücksichtigen, dass das eine Situation war, wo man sehr lange behind war. Und dass man da nochmal so zurückgekommen ist, ne, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Vinein hat hier einen Fehler gemacht. Sie haben quasi Game 1 gesagt, wir spielen Blitz League, Six-Spot und dann einfach mit Kutscher und Phil über die Map rennen. Aber einerseits war der Poppy-Pick dafür sehr toxisch und andererseits wirkt Eintracht für mich so verunsichert, dass ich sagen würde, pickt hier doch einfach voller Selbstvertrauen eine normale Comp und geht Toe-to-Toe. Weil dieses Ohrenmitte, Nahtop, Blitzleak, sonst was, ich glaube, das ist es gar nicht unbedingt. Ich glaube, wenn die hier einfach für eine solide Comp gehen, dann wirkt die Eintracht für mich nicht unschlagbar. Vinein unterschätzt sich hier gerade selbst. Und das kann sich für Game 2 ja noch ändern. Ja. Das, meine Damen und Herren, war Game Nummer 1. Game Nummer 2 gibt es dann morgen. Und Game Nummer 3, um den Reverse Sweep abzuschließen, dann in 2 Tagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Link in der Beschreibung zu allen Leuten von Vinein unbedingt abonnieren.